Sie ziehen noch immer durch die Lande. Die Mitglieder einer Bewegung, die um die Jahrhundertwende entstand. Als Vorläufer einer oppositionellen Jugend oder auch als bürgerliche Jugendbewegung wurden sie bezeichnet. Die Wandervögel und die bündische Jugend. Sie selbst sprachen vom Jugendreich, machten ihre Bewegung zur Weltanschauung. Entwickelt habe sie sich aus seelischer Not, wird berichtet. Um dem Druck des halbfeudalen Obrigkeitsstaates auszuweichen, zog sich das deutsche Bildungsbürgertum auf seine Innerlichkeit zurück. Die bürgerliche Jugendbewegung war wohl demnach eine der vielen romantischen Lösungsversuche. So ist auch das Vorbild des sogenannten Urwandervogels, der 1901 in Steglitz gegründet wurde, zu verstehen. Es waren die fahrenden Schüler und Vaganten des Mittelalters. Es war ein lockerer, bunter Haufen, der auszog, in der spießigen Umgebung des Elternhauses oder des autoritären Schulsystems zu entfliehen. Aus den Städten heraus drängte es sie in die Wälder, auf der Suche nach einer geheimnisvollen blauen Blume. Man mystifizierte und glorifizierte die Natur, bevorzugte das einfache Leben und wanderte alsbald nicht nur in heimischen Gefilden, sondern man ging auch auf die große Fahrt, die mehrwöchige Reise. Schon 1904 spaltete sich der Urwandervogel. Neben dem Altwandervogel gab es nun den Wandervogel e.V. 1907 spaltete sich der Wandervogel Deutscher Bund ab. Die Geschichte der bündischen Jugend und des Wandervogels ist voll von Neugründungen und Abspaltungen. Auch der Nerotter Wandervogel ist eine dieser Neugründungen, der in den 20er Jahren entstand. Robert und Karl Oelbermann, Gründer dieser Bewegung, regten als erste größere Auslandsfahrten an, bei denen auch die modernen Verkehrsmittel genutzt wurden. Im Stil der damaligen Zeit berichtet der erste Tonfilm des Nerotter Wandervogels 1930 von den Abenteuern im Ausland. Als Führer der Wandervögel des Nerotter Bundes, benannt nach seinem Gründungsort, dem Eifeldorf Nerot, begrüße ich Sie mit einem kräftigen Horrido. Vom luftigen Heim unserer Jugendburg im rheinischen Land flatterte der Nerotter Schwan weit über Deutschlands Grenzen. Stolz wehte er von Norwegens höchstem Berg im ewigen Schnee. Unsere Flagge grüßte den Löwen von St. Marco. Wir zogen durch Islands weite Steinwüsten und durch die engen Gassen morgenländischer Märchenstädte. Unserem Lied öffnen sich die Tore Persiens und die Schluchten des Himalaya. Unsere Jungens waren Zeugen alttibetanischer Kulttänze. Sie sahen die Wunder Indiens, waren in Ceylon große Herren und sonnten sich in der Brandung des Indischen Ozeans. An Robert Oelbermann und seinen Zwillingsbruder Karl erinnert noch heute eine Gedenktafel auf der Jugendburg Balduinstein. 1976 wurde dort von ehemaligen Nährottern ein freies Bildungswerk und die Begegnungsstätte bündischer Jugend ins Leben gerufen. So ist die Burg Balduinstein Ziel vieler Gruppen und interessierter Gruppenführer aus der ganzen Bundesrepublik, die sich hier an den Wochenenden und in den Ferien zu Seminaren, Vorträgen, Konzerten, Werkstattkursen oder auch zum gemeinsamen Singen und Feiern treffen. Einige Gruppen haben sich einzelne Räume in Eigenleistung hergerichtet. Dies sind nur einige Aktivitäten der kleinen Horten, Fähnleins oder Rotten, wie sie sich je nach Bund nennen. Das Erlebnis kameradschaftlicher Beziehungen in Kleingruppen, die gemeinsamen Aktivitäten, die großen und die kleinen Fahrten hält nicht nur die Gruppe über Jahre hinweg zusammen, sondern lässt einige Mitglieder ein Leben lang nicht mehr los. Bis ins hohe Alter hinein arbeiten sie in den verschiedenen Einrichtungen, suchen so den Kontakt zur Jugend nicht abreißen zu lassen. Albrecht Stempel, genannt Brecht, ehemaliger Pädagoge, erinnert sich an seine Jugendjahre im Wandervogel. Das Entscheidende ist doch gewesen, ein nicht einverstanden sein mit der ganzen Umwelt, mit dem Ganzen, was um einen herum war. Alle gesellschaftlichen Zwänge, überhaupt die durchgängige Meinung, die öffentliche Meinung, das
mochte ich damals nicht. Es ist mir ein Wort von Spittler aus Prometheus und Epimetheus, das allerdings viel früher geschrieben ist, das ist schon Ende des vorigen Jahrhunderts geschrieben. Das ist mir auf einmal ganz wichtig gewesen. Da heißt es am Anfang dieses Romans, da sprach Prometheus zu seinem Bruder Epimetheus: Auf, lass uns anders sein als die vielen, die da gehen in dem gemeinen Haufen. Das ist natürlich heute ist man sehr böse drauf, wenn man das sagt. Das ist ein Elitedenken gewesen. Man wollte anders sein als das Durchschnittliche. Man wollte besser sein, man wollte mehr sein. Man wollte auch mehr erleben können. Und das ging ja dann auch, wenn man in einer Gruppe war, die in einer bestimmten Weise ausgesucht war. Diese Auslese ging nach kaum nachvollziehbaren Kriterien vonstatten. Die Zusammensetzung erfolgte aufgrund einer Sympathieauslese. Sie beinhaltete eine enge persönliche Verbundenheit aller Mitglieder. Sie mussten ohne äußeren Zwang Verantwortlichkeit in der Gruppe übernehmen, von der Notwendigkeit dieser Pflichten überzeugt sein. Wer diesen Ansprüchen nicht genügen konnte, wurde entweder erst gar nicht in die Gruppe aufgenommen oder später, nach einer Art Probezeit, abgewiesen. Man konnte also nicht, wie in einem Verein, Mitglied werden, sondern war auf die Beurteilung durch Gruppe und Gruppenführer angewiesen. Soziale Kriterien, Herkunft oder Beruf spielten nur eine untergeordnete Rolle. Das zeitaufwendige Gruppenleben benachteiligte allerdings zwangsläufig all jene Jugendlichen, die schon im Arbeitsleben standen. Deshalb wurden von den Gruppen zumeist Schüler höherer Schulen angeworben oder, wie es hieß, gekeilt. Eine besondere Rolle spielte auch der Gruppenführer. Ebenfalls den Kriterien der Sympathieauslese musste er standhalten. Ausstrahlung und Stärke sowie die Bindung der Mitglieder an den Gruppenführer bestimmten unter anderem, wie groß die Gruppe war und welche Aktivitäten sie entfalteten. Rudolf Ilgen, Richter AD, berichtet über die Zeit, als er selbst Gruppenführer war. Also das war alles zwanglos jugendgemäß. Die Leitung hatte ein Ortsgruppen, leider. Aber das war los, es war ja ein Freundschaftsbund. Der Führer, Ortsgruppenleiter, wurde nicht gewählt, sondern der hat die Gruppe gegründet und wurde anerkannt oder wurde nicht anerkannt. Dann gab es ja auch mal Krach, dann mussten andere kommen. War keine große Abstimmung, entweder wurde er anerkannt oder wurde nicht anerkannt oder musste sich anerkennen lassen, verstehst du da? So war es bei mir wenigstens. Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt. Ich bin wieder drüben, das haben wir gesagt, ich hätte eine papstähnliche Autorität gehabt, hat mir einer geschrieben, junger Mann. Habe ich nie so empfunden. Aber ich wurde ich anerkannt. Es wurde keinem aufgezwungen. Entweder hat er den Führer anerkannt, oder er ist in eine andere Gruppe gegangen, oder die ganze Gruppe hat er nicht anerkannt, da haben sich einen anderen geholt. Oder ein anderer war da. Vielleicht, ganz selten, ist in einer Gruppe auch mal einer, der Lust hat, selbst eine Gruppe zu gründen. Dem muss man die Freiheit geben, dass er sich selber 3, 4, 5 Jungs sucht und mit denen was Eigenes macht. Und man muss ihn auch entlassen können und sagen, so schön, jetzt mach du selber weiter. Das sind alles Fragen der guten Gruppenführung. Und dass die guten Gruppenführer sehr dünn gesät sind, das ist eine alte Sache. Das weiß jeder, der damit zu tun hat. Aber man sollte sich eigentlich nicht an den Schäden, sondern an den Erfolgen, nicht an die Schäden dauernd kritisieren, sondern sich an den Erfolgen freuen und sagen, ja, das ist mal ein großartiger Kerl gewesen. Neben dem Altwandervogel, der weiterhin den Idealen einer rauen Männlichkeit und der vaganten Romantik des Mittelalters fronte, spaltete sich 1904 der Wandervogel e.V. ab. Mehr die Kultur sollte im Vordergrund des Wanderns stehen, das Durchstreifen und ruhige Genießen unberührter Natur. Sensiblere Umgangsformen und verfeinerter Lebensstil waren Ausdruck dieser neuen Richtung. Trotz der neu aufgebrochenen Gegensätze blieb allen das Erlebnis des gemeinsamen Wanderns. Nun sind sie dann gewandert in eigener Weise, nicht wie herkömmlich wie ein Wanderverein, sondern in ihrer jugendlichen Weise, dass sie die Natur kennenlernen wollten und Erlebnisse haben, auch Abenteuer vielleicht, jugendliche Abenteuer leben. Und sie haben abgekocht unterwegs und haben in Scheunen geschlafen bei den Bauern, wie ich sagen will,
Es hieß damals, die Bauern sind unsere besten Freunde. Das habe ich selbst erlebt. Sie lagen im Heu. Nebenan hörte man das Mu der Kühe und die Leute der Schweine. Und das schien alles abenteuerlich zu sein für junge Menschen. Es war was Neues, was einzig alles, was Neues für die jungen Menschen. Und wenn man für 4-5 Wochen völlig in die Natur eintaucht und sich von der Zivilisation freimacht, dann wird man anders. Das haben wir oft genug an Jungs bemerkt. Wenn sie 5 Wochen mit auf Fahrt gegangen sind, dann waren sie am Ende ein anderer Mensch geworden, als sie es am Anfang waren. Und das ist eine der schönsten Aufgaben, die die Jugendbewegung immer noch vor sich hat. Obwohl das Wandern an erster Stelle stand, entwickelten sich aus diesen Anfängen andere Lebensformen und Weltanschauungen. Versank doch vieles in den Gruppen in einer verklärten Romantik, so gab es auch für damalige Zeiten revolutionäre Ansätze. Am 1.11.1929 gründete Eberhard Köbel, genannt Tusk, die Deutsche Jungenschaft. Sie sollte als DJ-11 Geschichte machen. Als rot-graue Garnison wurden im heutigen Sinne Wohngemeinschaften ins Leben gerufen. Sie dienten dazu, Studenten und Arbeiter unter einem Dach zusammenzuführen, um so den Kontakt zwischen den sozialen Schichten herzustellen. Auch erregte die DJ-11 mit exotischen Großfahrten nach Lappland oder Russland Aufsehen. Bemerkenswert war auch der Hang dieser Gruppen zu russischer und skandinavischer Folklore. Neben linksorientierten Gruppen gab es ebenfalls völkisch-national gesinnte Gruppierungen. Trotzdem hat sich der Wandervogel und die bündische Jugend niemals als politische Bewegung verstanden. Vielmehr belebte man das Volkslied mit den entsprechenden Instrumenten, der Laute und der Gitarre. Dann war das Instrument war die Gitarre. Die Gitarre kam ja auf. Heute ist das selbstverständlich, damals war das neu. Die Gitarre war Mittelalter gewesen, bei fahrenden Soldaten, die kamen bei uns auf, die Gitarre und die Laute. Und dazu wurden am Heimabend die Lieder gesungen, Liebeslieder, auch Soldatenlieder natürlich, und scherzhafte Lieder und ernsthafte Lieder. Und da wurde, wenn gesungen wurde, aus einem kleinen Buch gesungen, das sich Wandervogel-Liederbuch nannte. Und dieses Wandervogel-Liederbuch hatte eine ähnliche Zusammenstellung wie der Zupfgeigenhansel. Der Zupfgeigenhansel war älter, der ist ja schon ungefähr 1910 herausgekommen. Den kannte, ich weiß nicht, ob ich ihn damals schon kannte, ich habe ihn nachher sehr intensiv kennengelernt, weil meine Mutter Gitarre spielte und dazu sang und mir viele Lieder aus dem Zupfgeigenhansel vorgesungen hat. Das muss so in der Zeit gewesen sein, wo ich 13, 14, 15 Jahre alt war. Dann gab es neben dem Zupfgeigenhansel noch Liederblätter, brachten die mit von irgendwoher. Das war der Heimabend. Dann wurde auf dem Heimabend natürlich besprochen, was machen wir, welche Fahrt machen wir am Wochenende und so weiter, was sonst vorlag. Der Abend bricht an. Die Gruppe hat müde vom langen Tagesmarsch einen Lagerplatz gefunden. Die Kote, ein Zelt lappischer Nomaden, das von der DJ-11 von Skandinavien eingeführt wurde, fand in der bündischen Jugend sehr schnell Verbreitung. Es wird zusammengesetzt aus 4 Planen, die jeweils miteinander verknüpft werden und an 2 zusammengebundenen, langen, dünnen Baumstämmen, die als Zeltstangen dienen, aufgehängt. Der besondere Reiz und Vorteil liegt auch darin begründet, dass man im Innern ein Feuer entfachen kann. Ja, ich muss hier. Ach, hallo, wer ist? Na? Du? Hallo. Wie lange habt ihr gebraucht? 1,5 Stunden. Das letzte Stückchen sind wir getrennt. Nee. Wandervogel war zuerst nur, hatte zuerst nur Jungengruppen. Und dann kamen etwa 1909 auch Mädchengruppen. Also ich habe auch das beides erlebt. Und zwar war dann in den Bünden verschieden. Der Jungwandervogel hat Jungen- und Mädchengruppen getrennt gehabt, die aber bei Feiern zusammenkamen. Feiern oder auch sonst mal. Der e.V., der größte Bund, hat gemischte Gruppen gehabt. Ich habe sie alle kennengelernt. Ich will auch nicht sagen, dass eine ist besser wie die andere. Die einzelne Gruppe ist besser als die andere. Gell? Es gibt eben eine Art, die dem Jungen liegt,
Und es gibt Phasen, die dem Jungen liegen, wo er kein Mädchen braucht. Es gibt Phasen, wo er Mädchen braucht wieder. Und dem entsprach das Gestalten des Wandervogels. Und die Jugendführer hatten natürlich alle, das waren ja noch Jungs auch und Jünglinge, ich spreche jetzt nicht von Männern, sondern ich spreche von Jünglingen und Knaben, weiß ich mal. Und da gibt es immer Menschen, die den Zug haben zu jungen Menschen. Umgekehrt auch der junge in einem gewissen Alter braucht einen Älteren, ob er ihn als Bruder ansieht oder wie. Das sind Naturgesetze. Er ist vielleicht 14, 15 und der Führer ist vielleicht 16, 17 oder 18. Das habe ich haufenweise erlebt, dass da ein Zug zueinander war. Das braucht gar nicht irgendwie sexuell zu sein. Das ist ein Verlangen, ein natürliches Verlangen und ein Überschwang. Und dieser Überschwang kann zu den schönsten geistigen Blüten der Menschheit führen, die es überhaupt gibt. Das sage ich immer. André, komm! Das Feuer. Als Kochstelle und Wärmespender bildet es den zentralen Ort eines jeden Lagers. Außerdem ist das Feuer der Mittelpunkt aller gemeinsamen Aktivitäten. Dort trifft sich die Gruppe zum geselligen Gespräch ebenso wie zum Singen. In der Frühzeit der Jugendbewegung waren es noch Trinklieder, Kommerzlieder und die Vagantengesänge. Später folgten die Volkslieder zur Laute und Gitarre. So förderten sie auf der Suche nach den Volksliedern Lieder zutage, deren Quellen bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Die Wiederbelebung des Volksliedes hat Spuren hinterlassen, die bis in die heutige Zeit reichen. Nicht alle Lieder der Jugendbewegung sind deshalb Volkslieder. Von den Fahrten ins Ausland wurden ebenso Lieder mitgebracht, wie neue Lieder zu Hause entstanden. Immer eine große Sache, wenn man sich aussingen kann. Das ist hat eine sehr befreiende Funktion. Das ist doch herrlich, wenn man aus sich heraus singen kann. Sie sind ja doch heute alle so schrecklich eingepackt und beinahe verkrampft. Das liegt an dem heutigen Leben. Und das war immer schon so. Und es ist immer gut gewesen, wenn man sie da befreien konnte. Nur, dass das nicht einfach ausartet zu einem Schreien, zu einem Poltern, sondern dass es kultiviert, dass es kanalisiert wird. Das ist die Kunst eines guten Gruppenführers. Und dass es nicht gewaltsam als Pädagogik wirkt. Wenn er das kann, wenn er sie merken lässt, dass gutes und schönes Singen auch Freude macht, ohne dass sie sich darin gegängelt vorkommen. Das ist eine wichtige Sache und das ist die Kunst eines Gruppenführers und die sind verdammt dünn gesät, die es können. Das war einfach ihn, will ich mal heute sagen, ihn. Das war ihn, das gefiel uns. Weshalb, warum, wurden keine Abhandlungen darüber geschrieben. Es war uns gemäß, es gefiel uns. Weshalb, warum, kann ich nicht sagen. War uns gemäß, gefiel uns. Erstmal waren wir mit dem Volk sehr verbunden, wenn wir auf dem Gymnasium kamen, mit den Bauern und hatten ja auch da Lieder gehört. Und zweitens gefiel es uns einfach, das Volkslied und der Volkstanz. Endlich trocknet der Landstraße Sau, ist der Schnee geschmolz auf den Feldern. Rauscht es auch in fernen Wäldern. Und es ist kein Traum, und es ist kein Traum. Wir gehen wieder auf Fahrt. Wir gehen wieder auf Fahrt.
Überhaupt sehr, sehr schwer, die guten, starken alten Melodien aus der Zeit zwischen, sagen wir mal, 1530 und 1700, die in eine bündische Gruppe einzubürgern. Die sind viel zu anspruchsvoll und verlangen viel mehr Einfühlungsvermögen als die, die im 20. Jahrhundert entstanden sind. Das ist ja auch klar, nicht? Das ist ja ihre eigene Zeit. Aber es ist ein Nachteil. Wer die alte Musik wirklich kennt, der findet sie besser und stärker und würde sich freuen, wenn das in bündischen Gruppen heimisch würde. Aber dafür ist natürlich das Singen in der Art ist eine Arbeit. Ich erinnere mich, dass ich das Lied bezogen in das Feld damals noch beigebracht kriegte in der falschen Form. Hans Breuer, der den Zupfkeilen Hansl rausgab, hat einen Schlüssel in einer alten Ausgabe verkehrt gelesen und hat sich um eine Terz geirrt. Er hat es in D-Moll herausgebracht, sodass es immer sehr schwergewichtig und dumpf und hart geklungen hat, während es in Wirklichkeit nicht in D-Moll, sondern in F-Dur geschrieben ist und eine Parodie auf die katholische Kirche, auf den katholischen Gottesdienst eigentlich darstellt. Dieses Lied fängt an mit einem einzelnen Tenor, der wie in der Kirche die Intonation singt, wir zogen in das Feld. Und dann fällt der Chor ein, vierstimmig, psalmodierend, ganz schnell, wir zogen in das Feld, da hätte weder Segel noch Geld, Strampedemie, auch so eine Floskel, nicht? Und dann setzt ein vierstimmiger kleiner Tanz ein. Alla mi presente, al vostra signorie. Und das wird wiederholt. Also, es ist durchaus parodistisch gemeint gewesen und ist wahrscheinlich auch wenigstens in der Form kein echtes altes Landsglied, aber es ist damals so gedruckt worden. Und Amen.
Faszinierende war das Erlebnis der Jugend. Es war für sie ein neues Erlebnis. Das hat ihnen keiner gesagt. Es war auch nicht geplant, sondern es war einfach da. Es war jugendgemäß, würde ich mal sagen. Das ist der Ausdruck. Jugendgemäß. Schien ihnen jugendgemäß zu sein, ihren Anschauen zu entsprechen. Und immer wieder muss ich sagen, es war keine Absicht, sondern es kam aus dem Unbewussten. Das sind die Symptome einer wirklichen Bewegung. Aus dem Unbewussten kam es. Und es waren dann plötzlich Persönlichkeiten da, die das gestalten konnten und getragen haben. Dass man als damals 19, 20, 21-Jähriger mit 13, 14, 15-Jährigen zusammen leben und, solange es irgend ging, Samstag, Sonntag und auf Fahrt für eine ganze Zeit zusammen sein konnte und mit ihnen erleben, sich aussprechen und weiter wirken können. Das ist ja das, was jeder, der in der Jugendbewegung war und ist, als das Wesentlichste empfindet. Wenn man auf Fahrt geht und wenn man in einer bündischen Gruppe mitmacht. Es ist ebenso wohl Erlebnis wie Aufgabe. An der Entwicklung eines Jüngeren teilhaftig zu sein. Zu wissen und zu spüren, was er braucht und womit er wächst und besser und schöner wird. Ja, da habe ich mir auch schon sehr oft Gedanken drüber gemacht, warum bist du jetzt so, wie du jetzt bist? Warum hast du nicht schon irgendwo da ein Häuschen gebaut oder einen festen Beruf und hast alles, was du brauchst und fährst immer noch mit deinem Rucksack durch die halbe Welt und legst dich bei 10 Grad minus in den Dreck und wühlst dich im Schlamm, wenn es regnet. Warum macht man sowas? Warum fährt man nicht ganz normal, wie jeder normale Bürger eigentlich so mit dem Zug irgendwo hin oder mit dem Flugzeug und legt sich ins Hotel? Ja, warum mache ich das? Das kann man so nicht beantworten. Man muss das miterlebt haben. Es ist für mich, finde ich, eine ganz faszinierende Sache. Man fährt irgendwo hin mit seiner Gitarre, mit seinem Rucksack und braucht nichts weiter als ein Dach über dem Kopf und fühlt sich eigentlich ziemlich überall wohl, wo man aufkreuzt. Ne?